Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, hier ist wieder euer Retro Gaming Panda und ich habe heute in der Quält-Sich-Ausgabe einen Wunsch vom lieben Joe vom Videospielplatz. Joe, auch du seist ganz herzlich gegrüßt an dieser Stelle und ihr seht es ja schon hier nebenan im Gameplay, es geht um Super Star Wars Super The Empire Strikes Back. Joe hat gesagt, das ist gar nicht mal so ein Scheißspiel, aber wohl ziemlich schwer und deswegen in der Community natürlich auch ein Stück weit bekannt. Und genau das ziehen wir uns jetzt mal rein für den guten Joe. Den Anfangscrawl, den sparen wir uns jetzt mal. Ich habe das selber noch nie gespielt, meine lieben Freunde. Aber wenn der Joe sagt, wir sollen uns das mal angucken, dann machen wir das natürlich auch, ne Joe? Und wer den Joe vom Videospielplatz nicht kennt, ich verlinke natürlich den Kanal unten in der Description. Schaut beim Joe auf jeden Fall mal rein. Ist ein dufter Typ. Stammzuschauer hier beim Retro Gaming Panda Kanal kennen den Joe natürlich aus den ganzen Videos, die wir schon zusammen gemacht haben. Und da sind wir. Super, The Empire Strikes Back. Und wir starten direkt als Luke, der Skywalker. Ich bin ja selber überhaupt kein Star Wars Fan, wie der ein oder andere vielleicht weiß. Ich mag zwar Science Fiction, aber dann doch lieber das Warhammer 40.000 Universum. Und so zur Steuerung kann ich gleich mal sagen. Okay, also, ich sehe, meiner ist genauso groß wie deiner. Wir können mit der A-Taste unser Lichtschwert einfach. Achso, dann wechseln wir quasi auf den Blaster. Und nochmal auf A haben wir dann unser Lichtschwert. Mit Y greift man an, okay. Und kann scheinbar auch irgendwie blocken. Aber das Springen. Das Springen, Leute. Yeah, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen träge. Wenn man zweimal springt, macht man hier so einen krassen Jedi-Jump, so einen Jedi-Sprung. Und, ich habe noch gar keine Energie verloren. Und in Super Star Wars, also in allen drei Spielen, ist es so, dass das Spiel einen von vorne bis hinten zuwirft mit Gegnern. Und das teilweise schon recht unfair ist. Auf der anderen Seite, durch die ganzen wieder auftauchenden Gegner, hat man auch immer Gelegenheit, sich wieder Energie und Punkte dazu zu holen. Weil fast jeder Gegner, den man tötet, lässt nämlich ein Herz fallen. So, jetzt reiten wir auf unserem Town-Town. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Also bisher gar nicht mal so schlecht, ne? Echo 3 zu Echo Base. Come in. There is a meteoroid that hit the ground near here. I want to check it out. It won't take long. Natürlich basiert das Ganze ja vom Ablauf der Levels her grob auf der Handlung vom Empire Strikes Back Film. Die man unschwer erkennen kann. Und ist auf jeden Fall kein hässliches Spiel. Das kann man nicht sagen. Aber wenn man das Autofeuer macht, kann man allerdings nicht weiterlaufen. Was ist denn der Vader-Helm da? Also ich weiß hier noch nicht so ganz, was die einzelnen Items tatsächlich sind. Aber mein Schwertlevel ist... Also mein Schwert oben hier, seht ihr da oben an der Anzeigeleiste, ist deutlich größer geworden. Ist vielleicht mal mit dem Blaster. Kann ich das denn aufsammeln? Ah! Muss also noch einen Knopf drücken, um Items aufzusammeln, scheinbar. Vielleicht auch nicht. Also so ganz verstehe ich das mit den Items hier nicht. Noch nichts irgendwie durchschalten, außer das Schwert zu wechseln. Wir sollten natürlich als Jedi eigentlich mit dem Schwert arbeiten. Aber tatsächlich ist, glaube ich, der Blaster die zuverlässigere Waffe, um uns hier der Schergen zu erwehren, auf jeden Fall. Ja, das muss man da mal ganz deutlich zu sagen. Bleibe ich hier. Alter, jetzt bin ich hier an diesen verfickten... Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise. Ich stehe heute ein bisschen neben mir. Also man könnte fast meinen, ich bin es nicht selber. Diese dämlichen, blöden Eisdinger da haben mein Town-Town sein Leben gekostet und jetzt bin ich zu Fuß unterwegs. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Wir wechseln auch lieber mal wieder auf Le Schwert. Das hier, dabei sind wir, glaube ich, auch ein Stück weit unverwundbar. Könnten natürlich jetzt hier einfach so durchcheesen. Also Joe hat schon ganz recht, wenn er sagt, das ist nicht unbedingt ein Scheißspiel, auch wenn die Steuerung echt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Es mag aber auch im Emulator liegen vielleicht. Aber es ist jetzt auch kein Weltklasse-Titel. Noch merke ich vom Schwierigkeitsgrad nichts. Auf der anderen Seite bin ich fast tot. Aber noch halt... Ja, gerade gesagt, ne? Gerade gesagt und da sind wir verreckt. Leute, Leute.
Und jetzt hakt es auch noch mal kurz. Also, wir müssen jetzt wahrscheinlich das ganze Level noch mal neu machen hier. Ah, bin ich freiwillig vom Tauntown abgestiegen? Das wollte ich eigentlich nicht. Das steigt wieder auf. Kann das Eis da aber auch nicht kaputt machen, ne? Wenn jetzt einfach hier mal Lichtschwert schwingend durch die Gegend. Versuchen einfach nur auszuweichen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen mit der Taktik. Auch nicht so weit. Was war das denn? Hast du gesehen? Verrückt. Ja. Ich bin schon wieder fast tot. Und da sind wir. Nee. Ach, das war das Tauntown. Okay, dann ist das Tauntown tot und wir haben unsere eigene Energieleiste. Runtergefallen. Das war mir auch nicht klar. Ich dachte vorhin, das wäre meine eigene Energieleiste. Wieso sammelt er jetzt den Vader-Helm denn wieder nicht? Kann ich mich da echt drauf bücken? Ich hasse ja Spiele, wo man sich extra bücken muss, um Items aufzuheben. Der Joe hat auch gesagt, der hat das selber auch noch nie so richtig gespielt. Der hat ja auch vor kurzem alle verkauft. Ah! Oh! Da haben wir schon wieder das Zeitliche gesegnet. Ein Leben haben wir noch, Leute. Wir gucken mal, ob wir das erste Level nicht doch schaffen, oder das zweite Level. Gucken mal, wie weit wir kommen. Wir versuchen es vielleicht nochmal mit dem Blaster. Das hat... Ach, jetzt bin ich schon wieder abgestiegen. Scheiße. Nein, wieder... Nein! Rauf aufs Tauntown! Ist doch gar nicht. Was ist denn das hier? Ah! Nein, wir nehmen doch lieber das Lichtschwert. Das ist doch... Also diese Dinger, die da aus dem Boden kommen, ne? Das ist völlig ohne Muster. Dann sind die Viecher manchmal nicht zu treffen. Ja, guckt euch das an. Ich hau durch das Ding durch. Ja gut, jetzt hat er getroffen, nachdem die mich wieder ein Stück zurückgeschlagen haben. Diese fliegenden Viecher von oben kommen einfach ohne, völlig ohne Vorwarnung. Ich hau jetzt ab. Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung, was das da für ein glänzendes Ding war, aber ich sage nicht mit dem Commander. Papa Panda haut jetzt hier ab. Ich spiele jetzt einfach wie Frauen bei Tekken und drück einfach Wildknöpfe. Vielleicht habe ich ja einmal in meinem Leben auch das Glück, dass diese Taktik für mich funktioniert. Bisher läuft es ganz okay, würde ich sagen. Bis ich gleich wahrscheinlich irgendeinen Sprung verkacke. Hui! Aber hey, guckt euch das an. Kommt tatsächlich durch so. Joe, was redest du denn da für eine Scheiße? Von wegen, das wäre schwer. Was habe ich gerade gesagt? Wahrscheinlich, bis ich irgendeinen Sprung verkacke. Ja, Leute. Das war's. Also, Joe, nochmal vielen, vielen Dank für diesen Zuschauerwunsch. Wer von euch weitere Zuschauerwünsche hat und sagt, Panda, quäl dich doch mal mit dem und dem Schrott, schön unten in die Kommentare. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und wünsche euch einen super Tag, ganz egal, bei was ihr heute noch vorhabt. Bis dann.